Sie gilt als Erzfeindin von Ex-US-Präsident Donald Trump. Im Lager der Republikaner hat Liz Cheney deswegen einen eher schweren Stand. Wie schwer erlebte die Tochter des Ex-Vizepräsidenten Dick Cheney am Dienstag bei den Vorwahlen im Bundesstaat Wyoming? Laut dem Datenanbieter Edison Research bekam Cheney nur knapp 29% der Stimmen. Ihre von Trump unterstützte Herausfordererin Harriet Hageman fuhr gut 66% ein. Damit schicken die Republikaner eine über die Grenzen von Wyoming weitgehend unbekannte Anwältin als Kandidatin für den Kongress in Washington ins Rennen. Yes, Wyoming has spoken and we have made it clear. Wyoming hat gesprochen und wir haben deutlich gemacht, dass wir unser Land zurückerobern. Mit seinem Votum hat Wyoming die Eliten aufgeschreckt. Wir werden keine Volksvertreter mehr dulden, die uns nicht vertreten. Cheney räumte ihre Niederlage ein. Um einen Sieg erringen zu können, hätte sie die Lügen Trumps über die Wahl 2020 mittragen müssen, sagte die Kongressabgeordnete. Ich hätte mich den andauernden Angriffen auf das demokratische System der USA anschließen müssen. Das ist ein Weg, den ich nicht gehen konnte und nicht gehen würde. Mit Cheneys Niederlage kommt Trump seinem Ziel, innerparteiliche Widersacher auszuschalten, einen großen Schritt näher. Als Vizevorsitzende eines Untersuchungsausschusses spielt Cheney eine wichtige Rolle bei den Ermittlungen zum Sturm auf das Kapitol im Januar 2021. Zusammen mit den Demokraten stimmte die Republikanerin für Trumps letztlich gescheiterte Amtsenthebung.